Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei sind bei Österreich Blick, Ihrer Sendung mit den Highlights aus allen 9 Bundesländern. Das haben wir heute für Sie. Das Kriegsbeil scheint endgültig begraben zu sein. Reinhard Fendrich und Wolfgang Ambros stehen wieder gemeinsam auf der Bühne, so wie beim Open-Air-Konzert in Niederösterreich. Normalerweise baut man mit ihnen Häuser und Brücken, aber sie sind auch für die Gesundheit gut. Wie man aus Tiroler Steinen Öl gewinnt, sehen Sie gleich. Und auf Mountainbiker wartet ein erlebnisreicher Herbst mit neuem Fahrspaß am Flow Country Trail in Kärnten. Ja, heute habe ich zu Beginn leider gleich schlechte Nachrichten für Sie. Der Sommer ist vorbei. Angesichts der Wetterlage in den letzten Wochen ist das nicht weiter verwunderlich, aber schade ist es trotzdem. Umso erfreulicher, dass in Salzburg der Bauernherbst eröffnet wurde. Im Nationalpark Hohe Tauern zählt der Walder Bauernherbst zu den absoluten Highlights des Jahres. Der Sommer ist um. Unter diesem Motto wurde in Wald im Pinzgau der Bauernherbst eröffnet. Zahlreiche Vereine versammelten sich zu diesem Anlass und ließen Brauchtum wieder aufleben. Ein Fest, das Einheimische und Gäste anlockt. Wir kennen das ja schon, ich bin ja selber im Sommer immer wieder mal da bei dem Bauernmarkt fest. Und ich glaube, es bildet wirklich den idealen Rahmen, weil es so ein typisches Bauernherbstfest. Die Walder Bäuerinnen und Bauern tanzen sich da sehr viel das ganze Jahr über. Produzierte Produkte bieten es da an, verkaufen es da. Gäste und Einheimische gleichermaßen nutzen das Angebot, sind begeistert. Und was ganz wichtig ist, feiern und horgaschen gemeinsam. Und das, glaube ich, zeichnet das aus, weil wenn man selber wohin fährt, man fühlt sich auch da am meisten wohl, wo die Einheimischen sind. Ein kulinarischer Geheimtipp sind die Walder Krapfen und Kaspresknödel. Die besondere Zutat, was die Schmankerl so gut macht, konnte uns die Köchin und Bäuerin Rosmarie Wechselberger höchstpersönlich verraten. Das Besondere ist halt die Verarbeitung bei den Krapfen, ist so die Fülle. Schwammerlfülle, Sauerkraut oder Kartoffelfülle haben sie da. Und der geht halt wahnsinnig gut und beim Pressknödel oder beim Kasnieder ist halt der um und auf der Kas. Der Salzburger Bauernherbst wird von 23. August bis 26. Oktober gefeiert und soll Tradition, Brauchtum und altes Handwerk wieder zu neuem Leben erwecken. In der Nationalparkgemeinde wurde das auf jeden Fall erfüllt. Nach der Festansprache und dem Bierenstich wurde uns die Bedeutung des Bauernherbstes genauer erklärt. Es ist das bäuerliche Leben, bäuerliche Jahreskreis, wo man zuerst schon anfängt mit dem Almsummer, der dann in den Bauernherbst übergeht und dazu verbunden der Festkreis unserer 190 Gemeinden und die Kombination, die gefällt uns Einheimischen, unserer Bevölkerung und das gefällt unseren Gästen sehr gut. Ob groß oder klein, bei der Bauernherbsteröffnung in Wald war für alle was dabei. An den Besucherzahlen konnte man sehen, dass das Fest ein Riesenerfolg war. Ich weiß, was unsere Vereine, unsere Bauern, Bäuerinnen und Bauern leisten, das ist mir bekannt. Nur wie viel Leute das da jetzt da sind, das habe ich wirklich überrascht. Es ist also ein gewaltiger Wahnsinn, was da los ist, das muss ich sagen. Also voll super organisiert. Herzlicher Dank an alle, es ist ganz gewaltig. So eine Freude, so eine Gaudi, so gewaltig, da kann der Herbst kommen. Wir machen jetzt einen Blick nach Tirol, wo das Steinöl seit Jahrhunderten ein fixer Bestandteil in der Haus- und Volksmedizin ist. Es soll sehr wirksam bei Haut- und Gelenkskrankheiten sein. Gewonnen wird das schwefelhaltige Öl aus dem Ölschiefer, der vermehrt in der Region rund um den Aachensee vorkommt. Ein Familienbetrieb betreibt dort seit mehr als 100 Jahren die aufwendige Produktion. Unter dem Panorama des Karwendelgebirges im Bechental gräbt eine Familie seit Generationen nach einer wertvollen Substanz. Es geht nicht um Gold, Silber oder Salz. Hermann Albrecht übernimmt diesen Beruf von seinen Vorfahren, die das Wissen über den Abbau von Generation zu Generation weitergeben. Steinöl
Weinöl verleiht dem Gestein die dunkle Farbe im Inneren und den bläulichen Schimmer an der Oberfläche. Also der Ölschiefer, der bei uns im Bechental im Karwendelgebirge vorkommt, der wird gebohrt, gesprengt, zerkleinert, kommt dann in die Öfen, wird erhitzt bis 500 Grad und ergibt dann dabei dieses Ölgas frei. Und dieses Gas wird abgesaugt bzw. mit Stickstoff durch die Öfen gedrückt, wird dann kondensiert, also abgekühlt, so wie Schnapsbrennen eigentlich, macht kleine Öltropfen und das ist dann der Wirkstoff, der in unsere Produkte eingearbeitet wird. Pro Tag können 3 Tonnen Ölschiefer abgebaut werden. Der ölige Inhalt des Schiefers hat seinen Ursprung in den Lebewesen des Urmeeres Tethys. Wir sind ein Familienbetrieb und ich denke, dass bei uns sehr viel passiert ist. Es waren extreme Schicksalsschläge. Die Brennerei ist 2-mal abgebrannt, der Großvater war dann blind. Und das hat mich eigentlich bewogen, da weiterzumachen und damit die ganze Mühe und Plage unserer Eltern und unserer Vorfahren nicht umsonst war. Der Stein wird zerkleinert und in den Öfen ausgegast. Gelegentlich zeigen sich auch kleine Schätze aus lang vergangenen Zeiten. Liter Öl können pro Tag gefördert werden. Das Öl enthält sehr viel Schwefel, das ist ein zweiwertiger Schwefel, der für den Bewegungsapparat, für die Gelenke auch als antiseptische Wirkung sich ganz hervorragend eignet und nebenbei extrem hautfreundlich ist und dadurch sich seit Generationen für Mensch und für Tier sehr gut bewährt. Ich sage, wir haben in den letzten 20 Jahren uns extrem entwickelt. Wir haben sehr viel aus dem Unternehmen gemacht. Wir haben es verbessert, wir haben Produkte neu entwickelt, wir haben moderne Anlagen einfließen lassen. Und die nächste Generation, die vierte, ist bereits bei uns dabei. Wir sind ja jetzt seit 112 Jahren praktisch erst am Markt. Und ich denke, es wird weitergehen, dass man die Sachen immer wieder verbessert, dass man neue Sachen einfließen lässt, dass man neue Produkte entwickelt und die Qualität weiterhin hochhält. Der ausgebrannte Stein wird zum Schluss mit Wasser gekühlt und wieder der Natur überlassen. Das Öl steht zur Weiterverarbeitung in Pertisau bereit. Das riecht bestimmt auch ganz intensiv. So, wir schauen uns jetzt noch einen Familienbetrieb an und blicken nach Oberösterreich, vom Berg hinab ans Wasser. An der Donau sind ja viele Zillen unterwegs. Zillen sind handgefertigte Holzboote, die entweder als Fischer-, Arbeits- oder Freizeitboote genutzt werden. In ganz Österreich gibt es noch 2 Familienbetriebe, die diese spezielle Bootsgattung herstellen. Einen davon haben wir für Sie besucht. Der Duft von Holz, Leim und Lack liegt in der Luft. In der Werkstatt von Rudolf Königsdorfer entstehen Zillen. Dieser spezielle Bootstyp kommt heute noch hauptsächlich auf der Donau zum Einsatz. Wir bauen die aus Fichte oder aus Lärche. Das kommt am Kunde drauf an. Lärche ist schwerer, ist von der Lebensdauer her, hält natürlich um die Hälfte länger. Das ist auch eine Kostenfrage. Das da, das ist die klassische Donauzille, das ist eine Feuerwehrzille, das ist 7 Meter lang. Kommt da rein, vorne und hinten eine Querbank, haben einen zweiteiligen Rost drinnen, wird fix fertig imprägniert, kommt der rote Streifen drauf und der Name von der Feuerwehr. Da kommen wir mal hin, so ca. 25 bis 28 Stunden. Vor allem Feuerwehren können bei Hochwasser auf die wendigen Fahrzeuge nicht verzichten. Aber auch immer mehr Freizeitkapitäne entdecken ihre Liebe zu den Booten aus Fichtenholz. Pro Jahr baut Rudolf Königsdorfer in etwa 100 Zillen.
Aber warum sparen wir die Ziele so ein? Die Ziele werden wegen dem, dass er Form kriegt. Das wird von oben wird das runtergespreizt und von unten mit der Winde ein Gegendruck erzeugt, dass man die Form kriegt, vorne beim Bug oder beim Gasel, wie wir sagen. Der Reiz, so ein Boot zu besitzen, man kann damit abgelegene Orte erreichen. Die kann ich bei jeder Rampe oder Schotterbank kann ich die nehmen und kann praktisch auf die Schotterbank fahren, wenn ich Kinder habe, kleine, oder auf einen Sandstrand. Und das ist ja ideal, weil vom Preis her und von der Robustheit her mehr aushält als wie ein Kunststoffboot. Heute trennt sich Rudolf Königsdorfer wieder von einer Zille. Ein Kunde aus Deutschland holt sich sein neues Spielzeug ab. Bestellungen kommen aus ganz Europa. Wir liefern 20-30% ins Ausland. 20% davon kann man sagen, oder 20% liefern wir nach Deutschland. Wir liefern auch nach Frankreich, Schweiz, zum Teil auch nach Italien. In Österreich gibt es nur noch 2 Familienbetriebe, die dieses Handwerk seit mehreren Jahrhunderten ausführen. Rudolf Königsdorfer ist einer davon. Und der Rudolf, der darf stolz sein auf sein Handwerk. Und vor allem darauf, einer der letzten Zillenbauer Österreichs zu sein. Na bitte, da haben wir wieder was dazugelernt. So, wir schauen jetzt gleich wieder auf den Berg hinauf, nach Kärnten, wo wir jetzt gleich mit einer abenteuerlustigen Runde Mountainbiker die Seilbahn besteigen und gemeinsam wieder ins Tal runterfahren. Auf der Petzen wurde der Flow Country Trail feierlich eröffnet. Was das ist, sehen Sie jetzt. Mit der Bahn auf den Berg, mit dem Mountainbike zurück ins Tal. So lautet das Konzept des neuen Flow Country Trail auf der Petzen. Dieser wurde im feierlichen Rahmen eröffnet und das nach 2 Jahren aufwendiger Bauarbeiten. Man kann ja nicht von 1. Jänner bis Dezember im hochalpinen Gelände bauen, sondern man hat ein kleines Zeitfenster im Sommer. Und das sind, wie gesagt, also ca. 170 Arbeitstage gewesen. Mit zwischen 4 und 9 Personen waren auf der Baustelle beschäftigt. Und was halt das Gigantische an diesem Thema ist, das sind diese 3.500 Tonnen Schotter, die händisch aufgebracht werden müssen auf diesem Belag. Also es war eine Mordsleistung. Um den Begriff Flow Country kurz zu erklären, der Trail ist nie allzu steil, extrem oder gefährlich. Auf der Strecke kann eigentlich jeder, der ein bisschen Erfahrung hat mit dem Mountainbike, also ich sage nicht jeder, der Radfahrer kann, aber jeder, der auf dem Mountainbike sich ein bisschen wohlfühlt, der kann da runterfahren. Weil es gibt keine gefährliche Sprünge oder gefährliche Stelle da drin, sondern es ist alles so gebaut, dass man, wenn man langsam fährt, ganz gemütlich runterrollen kann. Wenn man allerdings jetzt ein bisschen sportlicher fahren will, kann man natürlich auch schnell fahren und dann wird es auch sportlicher, dann kann man auch ein bisschen springen. Aber im Prinzip kann fast jeder, der so einigermaßen auf dem Rad sitzt, auf der Strecke fahren. Bei der Finanzierung des Projektes gab es Unterstützung durch EU-Fördermittel. Projektträger bei der Mountainbike-Strecke war ja die Tourismusregion Club Bernersee Südkärnten in enger Abstimmung mit der Petzen Bergbahn. Es sind insgesamt 220.000 Euro als EU-Projekt investiert worden, wobei eben die EU 50% getragen hat. Der Rest wurde eben durch Mittel des Landes bzw. der Gemeinde, der Tourismusregion und der Bergbahn selbst aufgebracht. Demnach sind auch die Erwartungen an die Zukunft relativ hoch. Es ist heute ein Freudentag für uns, für unsere Region, für unsere Gemeinde, weil mit diesem Projekt wieder Zukunft für die Petzen in Sicht ist. Die Erwartungen gehen in diese Richtung, dass wir mit dem Mountainbike Park den Sommer stärken und dadurch auch den wirtschaftlichen Betrieb der Petzen Bergbahnen irgendwie sichern können. Hier kann man schon im April fahren, im Mai fahren und nicht erst hier in der Region Urlaub machen, wenn es zum Baden ist. Also im April, sage ich, her und Radl fahren auf der Petzen. Geplant sind des Weiteren die Eröffnung eines Bike-Geschäftes und der Bau eines neuen Geschicklichkeitsparcours. Nach Abschluss der Endausbauphase sollte die Mountainbike-Strecke auf der Petzen über 11 Kilometer lang werden.
einer kurzen Werbepause haben wir noch mehr für Radfahrer und solche, die es noch werden wollen. Bleiben Sie dran. Der Tag der offenen Tür im Wiener Rathaus am 14. September. Führungen vom Keller bis zum Dach, interaktive Ausstellungen und persönliche Gespräche mit Politikerinnen und Politikern. Ein Familienevent, das die Vielfalt der Stadt abbildet und zeigt, wie Lebensqualität in Wien entsteht. Sonntag, 14. September, Eintritt frei. Wir sind schon wieder zurück. Wenn es ein Bundesland gibt, das man zu 100% mit Radfahren in Verbindung bringt, dann ist das das Burgenland. Da muss man sich nicht so abstrampeln wie so hoch oben am Berg. Schön weitläufig und flach geht's dahin. Und vor allem am Jubiläumsradweg gibt es jede Menge zu entdecken. Wer im Burgenland mit dem Rad unterwegs ist, kann aus dem Vollen schöpfen. Das Radwegenetz umfasst knapp 1800 Kilometer. Hauptradroute ist der Jubiläumsradweg R1, der den Norden mit dem Süden auf knapp 300 Kilometer Länge durchgehend verbindet. Ungemein wichtig für den Tourismus, vor allem im südlichen Burgenland. Radfahren ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor bei uns auch hier in der Region Jennersdorf, ganz im Süden des Burgenlandes. Kann man sagen, ob die Saison mit April zu Ostern herum bis in den Herbst hinein, wenn es schöne Tage noch gibt. Wird auch sehr gut angenommen und wir versuchen natürlich entlang der Route immer wieder die Betriebe mit einzubinden, Sehenswürdigkeiten einzubinden, Ausflugsmöglichkeiten und das ist sehr gut für unseren Gast natürlich. Wichtige Bausteine sind aber auch die zahlreichen Verbindungsstücke zwischen den einzelnen Radwegen. Gemeinden nehmen dabei immer wieder sehr viel Geld in die Hand, um das Netz zu attraktivieren. Wie im Bezirk Jennersdorf, wo man im Dreiländereck entlang historischer Grenzen zu Ungarn und Slowenien radelt, auch mit dem E-Bike. Jetzt schon das dritte Mal sind wir da, morgen aus, einen ganzen Tag ein Rad. Und hier im Neuhauser Hügelland ist das natürlich ideal, gell? Also wenn du dann Power brauchst, dann ist der Turbo da. Man muss natürlich immer radeln. E-Bike heißt nicht, hey, draufsetzen und los geht's. Natürlich woanders, das ist auch wunderschön, aber mit dem Rad hast du einen größeren Radius und kannst rundherum alles anschauen, was geht. Man kann natürlich auch über die Grenze fahren, das wäre ja auch eine Möglichkeit hier. Weil das ist ja alles hier sehr nahe beisammen. Jüngste Errungenschaft, ein knapp 1,4 Kilometer langes Teilstück, das den Jubiläumsradweg R1 mit dem Neuhauser Hügelradweg B40 verbindet. 180.000 Euro teuer, aber durchaus gut investiertes Geld. Tourismus ist ein ganz wichtiger Teil. In unserer Gegend gibt es also relativ viel schon Tourismusbetriebe und der Radtourismus ist ein ganz starker Faktor bei den Touristen. Rund 60% aller Urlaubsgäste schätzen das Burgenland als Raderlebnisland. Tendenz steigend. Beim Ausbau der Radwege wurden die Gemeinden seit 2007 mit insgesamt 2,3 Millionen Euro aus Landesmitteln unterstützt. Für das Jahr 2014 sind dafür 251.000 Euro vorgesehen. Zwei Räder und ein paar PS dazu haben wir kürzlich in der Steiermark entdeckt. Im beschaulichen Örtchen St. Georgen ob Judenburg heulten die Motoren beim Finale der großen Enduro-Trophy 2014. Ja, da waren natürlich alle Stars der Szene mit dabei und so mancher Star ließ es sich nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen. Der Schauspieler und Enduro-Fan Tobias Moretti feierte höchstpersönlich den Startschuss ab. Beim Finale der Enduro-Österreich-Meisterschaft vergangenen Samstag im obersteirischen St. Georgen jagte ein Highlight das nächste. Angelockt wurden die vielen Zuschauer einerseits durch Fahrer wie Matthias Wiedmer, andererseits durch Stargäste wie den frisch gebackenen dreifachen KTM-Enduro-Weltmeister Christoph Nambotin. I come to give my best and we'll see, but I don't know this race two hours, so we'll see. For sure I take the start and I give maximum and we will see. Nach einigen Verhandlungen und nicht zuletzt auch durch das große Engagement vom KTM Österreich Geschäftsführer Chris Schipper ist es gelungen, den KTM Werksfahrer in die Steiermark zu bekommen.
und die Gelegenheit, den dreifachen Weltmeister zu bekommen, haben wir jetzt ausnutzen können und ist für uns eine Riesengelegenheit, sind wir selber sehr stolz und ich glaube für jeden Motorsportler ist es ein Highlight, gegen einen Weltmeister am Start zu stehen, also ist ein Traum. Aber auch der Gewinner des Deutschen Filmpreises 2014 und Erzberg-Teilnehmer Tobias Moretti ließ es sich nicht nehmen, die Local Heroes anzufeuern und den Startschuss höchstpersönlich vorzunehmen. Es ist so unvorstellbar, was die da leisten. Wir sind ja vorher gefahren, auch eine Runde. Es war wahnsinnig schwer, noch viel glitschiger als gestern. Es ist wirklich fast unmenschlich, eine Runde zu fahren. Und die fahren nicht eine Runde, also und stürzen und verkanten sich, verkeilen sich. Das ist eigentlich die Königsdisziplin dieser Mischung aus Mut und aus Technik. Christophe Nambotin wurde seinem Titel gerecht und gewann vor Matthias Wiedmer und Rudi Pöschl den Tagessieg. Na bitte, dann ist ja in der Enduro-Welt alles in Ordnung. Sportler können auch feiern. Das konnte man unlängst im Wiener Rathaus beobachten, wo die Sportstars 2014 geehrt wurden. Zu diesen Ehren kamen nicht nur bekannte Spitzensportler, sondern auch jene Akteure und Vereine in nicht so bekannten Sportdisziplinen und viele Stars von einst. Ehre, wem Ehre gebührt. Beim Fest der Wiener Sportstars im Rathaus werden die besten Sportlerinnen, Sportler und Vereine passenderweise mit einem Stern belohnt. Und da ist es egal, ob die Sportart populär ist oder nicht, nur die Leistung zählt. Man denkt sich ja oft, es wird vielleicht gar nicht wahrgenommen und diese Veranstaltung beweist das Gegenteil. Deshalb stehen neben bekannten Namen auch Clubs, die durch ihre Nachwuchsarbeit auffallen, Teams, die fast noch nie im Fernsehen zu sehen waren, sowie Menschen, die trotz Behinderung unglaubliche Erfolge erzielen, im Vordergrund. Das Wichtigste ist der Spaßfaktor, was da eigentlich mitspielt. Das ist ja unser das uns so treibt dazu, auch zu trainieren und auch zu trainieren fahren und mit anderen sich zu messen. Und das macht das wirklich das Ganze erst noch mehr interessanter. Und das gibt den Kick dann, wenn die Leute dann so mitgehen und das ist wunderbar. Für zwei der Preisträger sind diese Erfolgserlebnisse zwar schon eine Weile her, bei der Überreichung des Preises fürs Lebenswerk sind bei Eiskunstläuferin Ingrid Wendel und Segler Roman Hagerer aber diese Emotionen wieder zurück, als wäre alles erst gestern passiert. Es ist ganz stark, ich habe das nicht erwartet, weil ich habe mir gedacht, okay, das ist alles schon so lang her und daher, ist fein, aber ich war echt gerührt. Ich war wirklich berührt und ich freue mich. Das sind Emotionen da und wenn man das wieder sehen darf und praktisch wieder vor Augen geführt bekommt, dann ist das natürlich ein irrsinnig toller Moment. Was hat uns der Sport schon für Momente beschert? Wie kaum etwas anderes kann Sport einen eben packen und nicht mehr loslassen. Manch einer wird allein beim Zusehen vor lauter Mitfiebern schon zum Tier. Da kann einem sogar ganz alleine vor dem Fernseher ein Schrei der Begeisterung auskommen. Na, der würde den Nachbarn schimpfen, weil der wäre dann so laut, dass es wirklich durch alle Wände geht. Also ich springe auf, hupf und schrei und applaudiere. Mein Mann ganz ruhig, der ist genauso emotional, aber er bleibt ruhig und sagt, du, die hören dich nicht, sage ich, das macht nichts. Aber ich muss jetzt applaudieren. Und das ist gar nicht so daneben, wie es vielleicht klingen mag, denn die Zuseher spielen mit ihrer Leidenschaft gar keine unwesentliche Rolle. In so aussichtslosen Situationen kriegt man da noch einmal unheimlich viel Kraft. Also man glaubt wirklich, man ist unbezwingbar und das sind einfach Gänsehautgefühle. Man wird größer, man wird einfach größer. Der Sport lebt eben so und ich glaube, das ist auch, warum es so gut funktioniert. Wenn man sieht, wie man die Menschen bewegen kann und wie die da mitfiebern und was da in den Menschen vorgeht, das ist natürlich schon was Tolles. Einen Stern haben sich also auch die Fans irgendwie verdient, denn ohne Menschen, die den Sportlern zujubeln, wären manche Leistungen, zumindest in diesem Ausmaß, vielleicht gar nicht möglich.
Recht sportlich nehmen es auch Reinhard Fendrich und Wolfgang Ambros. Nach einem öffentlichen Streit waren die beiden ja lange Zeit zerstritten. Nun gab es offensichtlich eine Versöhnung. Und wie machen Musiker so etwas? Sie stimmen gemeinsam ein Lied an. Beim Purkersdorf Open Air. Dort waren auch gleich 7000 begeisterte Fans mit dabei und sahen die beiden Musiker gemeinsam auf der Bühne. Doch wirklich heute ein Heimspiel, so als Neo-Burkersdorfer, kann man das so sagen? Kann man so sagen. Obwohl ich eigentlich auf meiner Fahne Nomade stehe. Ich bin gern dort und gern da, weil ich fühle mich da sehr wohl. Und ich freue mich schon sehr auf diesen Auftritt hier. Und endlich ist er einer, der in Niederösterreich groß geworden ist, der von Niederösterreich aus den Weg in die internationale Welt gefunden hat, hohe und höchste Erfolge gefeiert. Er hat nie Niederösterreich aus dem Herz verloren und ist jetzt wieder nach Niederösterreich zurückgekommen. Ich würde sagen, Niederösterreich, was willst du mehr? Beiden miteinander auftreten, war eigentlich vorgesehen, nur bei uns in Burgersdorf und heuer wieder nur da. Also unsere Ortschaft entwickelt sich langsam doch zu einer Metropole der österreichischen Musik. Das ist eigentlich schön. Ja. Es ist super, dass der Wolfgang Ambros heute hier mit auftritt. Das zeigt, dass die beiden wieder sehr verbunden sind und zeigt auch, dass beide für Burgersdorf vieles machen und die Musikstadt Burgersdorf lebt auch mit unseren großen Stars wie Reinhard Fendrich oder Wolfgang Ambros. So, und am Ende unserer heutigen Sendung möchte ich Sie jetzt noch nach Vorarlberg entführen. Lassen Sie uns eine gemeinsame Schifffahrt am Bodensee machen. Sie werden gleich sehen, wie schön das ist. Ein besonderer Kundenevent wurde vor kurzem von der UPC Cablecom Austria organisiert. Das Ziel war eine wunderschöne Rundfahrt auf dem Bodensee als Dankeschön für die langjährige Treue der Kunden. Das Wetter zeigte sich von seiner schönsten Seite. Ein lauer Spätsommerabend an Bord der MS Alpenstadt Bludenz, entlang am Schweizer Bodenseeufer bis nach Rorschach, hinüber nach Langenargen und am deutschen Ufer zurück wieder nach Bregenz. Wir machen mit unseren Kunden eine Schifffahrt am Bodensee. Ist ein einmaliges Erlebnis jetzt auch für mich. Wir haben ein Gewinnspiel gemacht und die Kunden, die mitgemacht haben, da sind eben ein paar davon ausgewählt worden. Und ich glaube, das ist für alle wirklich ein schöner Abend. Wir haben das Glück jetzt auch noch, dass wir einen Sonnenuntergang erleben haben können. Also einfach toll. Wir haben ein Gewinnspiel für unsere Kunden gemacht. Wir wollten einfach einmal Danke sagen für unsere langjährigen Kunden oder die, die es vielleicht werden möchten. Wir haben dann noch eine Ehrung gemacht für Mitglieder. Die sind 22 Jahre schon dabei und ein Jubilar mit 30 Jahren. Das hat uns ganz besonders gefreut, 30 Jahre Kunde zu sein. Besonders langjährige Kunden durften für ihre Treue zum Unternehmen Geschenke entgegennehmen. Für alle anderen gab es nochmals eine Verlosung. 30 Jahre sind wir als Kunde. Und ich kann mich noch gut an die Diskussion damals erinnern, entweder die Schüssel oder eben Kabel. Und wenn ich denke, diese Vorteile, wo Kabel einfach bietet, dass man sich keine Gedanken, Sorgen machen muss über die technische Entwicklung, also wir bereuen das nicht. Ja, ich bin sehr zufrieden. Viele Jahre zuvor meine Mama, die leider jetzt verstorben ist, und habe diese ganzen Verträge von ihr übernommen und ich bin zufrieden, es passt. Das ist ganz eine große Ehre für mich, dass ich da dabei bin und freue mich ganz fest. Wie jeder schöne Ausflug neigte sich aber auch dieser dann langsam dem Ende zu. Diese Schifffahrt auf der MS Alpenstadt Bludenz wird aber sicher vielen in schöner Erinnerung bleiben. Das war Österreich Blick für heute. Wir sehen uns immer samstags und sonntags um 10 Uhr und am Freitag mit der neuen Sendung um 20 Uhr. Ich freue mich auf Sie. Machen Sie es gut.